Ja, bitte begrüßen Sie nochmal Vinzenz Hediger und Marc Siegel hier vorne. Vinzenz, okay, vielleicht fange ich an gleich sofort. So, Skizze, Porträtskizze, Entwurf. Es gab, es ist mein erstes Mal, den Film zu sehen, und wenn man den Film anschaut, man, glaube ich, am Ende ist es. Es ist Jane B. par Agnes Varda, aber es ist zugleich irgendein Porträt von Agnes Varda. Oder ich würde gerne vielleicht mehr hören über was wir erstmal vielleicht diese Porträt, wem wird hier porträtiert, wie wird, was für eine Rolle spielt das Spiel? Kannst du das weiter erläutern über deine erste Gedanken zum Spiel aus irgendwie, es war, erschien mir so filmische Form, aber zugleich aus Methode ein Porträt zu machen. Ich meine, es gibt verschiedene Metaphern und Modelle, die aufgerufen werden, um zu erklären, was da passiert. Es gibt das Spiel und die Spielregel. Später an dem Wendepunkt, wo dann die ganze Geschichte mit dem Film, mit dem Kung Fu Master anfängt, der tatsächlich teilweise in diesem Film schon vorkommt und sich dann zu einem eigenen Film auswächst, ist es die Metapher vom Spaziergang, aber faire une balade ensemble und machen Umwege und so weiter. Es gibt die Metapher des Labyrinths, in dem man sich verläuft, aber aus dem man auch wieder raus will. Und dann, wie bei Perec, das Puzzle. Also wir setzen einzelne Stücke zusammen und das Ganze muss jetzt noch gar keinen Sinn geben und vielleicht ist am Ende noch ein Loch und das bleibt dann auch so, aber das nehmen wir jetzt mal in Kauf. Und das heißt, es gibt immer, also es gibt gewisse, sagen wir mal, Genre-Begriffe, die das Ganze zusammenhalten. Und bestimmte Anweisungen, die das Ganze zusammenhalten. Also das Porträt ist ja ein Genrebegriff aus der Malerei. Und in gewisser Weise auch fürs Kino, aber er ist zunächst mal festgefügt als Genrebegriff, ein Begriff der Malerei. Und eine vergleichbar strikte Anweisung ist eben die Sache mit dem Blick in die Kamera. So oft wie möglich in die Kamera schauen. Und also was ich am Anfang zu formulieren versucht habe, ist eben, dass das, was wir hier sehen, und was am Ende rauskommt, ein Film ist, der gar nicht eine geniale Schöpfung, also eine große Form sein will, sondern der sich genau solchen Voreinstellungen und Anordnungen verdankt und dabei die Frage stellt, natürlich die Frage offen lässt, wer wird hier überhaupt porträtiert, von wem und wer schaut wen genau an. Das ist ja ein Durchdeklinieren dieser ikonischen Figur Jane Birkin durch das Repertoire der großen Frauenfiguren der Malerei, der Mythologie, der französischen Geschichte, ein Durchdeklinieren durch Geschlechterrollen. Ein Ausprobieren. Es ist genau das, was Varda in der Mitte mal sagt. Was mich an dir interessiert, ist, dass du mir so viel Raum gibst für alles, was mir einfällt. Kinoerinnerungen, Projektionen, Wünsche. Das sagt Varda am Anfang. Sagt Varda irgendwo in der Mitte des Films. Eben in diesem Sinne bleibt es ein Spiel und ein Spaziergang und ein Explorieren von Einfällen. Ja. Ich meine, ich habe so vielleicht im Gegensatz zu was ich gesagt habe, es bleibt aber immerhin ein Versuch, entweder Jane Birkin zu porträtieren oder Jane Birkin die Gelegenheit zu geben, sich selber zu gestalten oder zu überlegen über ihr Bild.
Es gibt so in diesem Lied, was sie dann singt mit Serge Gainsbourg, was sie probt, wo sie spricht von der die gefährliche Spiele, glaube ich, zwischen Le Jeu et moi le et le Jeu et le Moi, zwischen was mich und ich. Ich fragte mich, ob es irgendwie war, da hilft Jane Birkin gegen ein bestimmtes Bild von sich selber rauszufinden, irgendein Labyrinth zu bauen, so nicht mehr Muse, nicht mehr, ich weiß nicht, ob ich das zu stark in diesem Sinn vielleicht feministisch lese, dass so Agnes Varda sagt, lass uns zusammen, wir zwei Frauen, und wir können dich aus diesem ganzen Gefängnis der Darstellung der Frauen, Frauen aus Muse, Frauen aus Venus, Frauen bauen und auch dich von Gainsbourg zu befreien. Ich meine, wie er so ihr Gesicht und alles hält. Ich meine, ja, süß und alles, aber... In dem Sinne ist es ein Spiel, was Varda vorbereitet, um die beiden irgendeinen Spielraum anzubieten, gemeinsam. Ja, ja, genau. Also, zwei Dinge dazu. Dieses Durchproben der Formen und Durchspielen der Formen und der Verkleidungen ist in gewisser Weise auch eine Anspielung auf die Fotostrecke im Magazinjournalismus. Nicht? Also es gibt ja eine Einstellung, wo man die verschiedenen Titelseiten von Jane Birkin sieht, in verschiedenen Alter, also im unterschiedlichen Alter und in unterschiedlichen Kostümierungen. Und in gewisser Weise treibt sie diese Art der medialen Darstellung von Jane Birkin mit diesem Spiel, mit den Rollen und den Kostümierungen auch auf die Spitze. Mhm. Also sie macht die Inszenierung von Birkin nicht. Wir haben diese Fotostrecke für die Weihnachtsausgabe eines Männermagazins gesehen, wo sie irgendwie in einer Sadomaso-Position an den Radiator gefesselt ist. Genau diese Bildstrecken. Aber das schien sie wiederum zu gefallen. Ja, natürlich. Ich glaube nicht, dass sie traumatisiert ist dadurch oder so. Es ist eben auch diese Darstellungsform, die der Film aufgreift, durchspielt, auf die Spitze treibt. Etwas, was mir durch den Kopf ging jetzt beim Wiederschauen, war, dass Befreiende für mich bei diesem Vorgehen ist, dass diesem Film und eigentlich war das ganzer Arbeit das fehlt, was man vielleicht den geschichtsphilosophischen Stress nennen könnte. Es gibt kein Avantgarde-Stress, nicht? Also es gibt nicht irgendwie das Gefühl, man muss jetzt immer gleich auf der Höhe der Zeiten zuvorderst sein. Da gibt es eine gewisse Gelassenheit. Die für mich jedenfalls zum Ausdruck kommt im Umgang mit den Formen, wo nicht immer alles im Zeichen eines Diktums des Typs Avantgarde oder Hotelbildmalerei, es gibt keine Alternative, steht, um ein Adorno-Zitat zu benutzen, eine große Freiheit im Umgang mit den Formen, die die Kunstgeschichte bereitstellt, den Formen, die der Journalismus bereitstellt, den Formen, die das Kino bereitstellt, gibt, und zugleich eine, in gewisser Weise eben, das ist die Idee des Spiels, eine selbst auferlegte Strenge, die sich herleitet aus diesen Algorithmen der Kunstproduktion, mit denen sie arbeitet. Dass das auch ein feministisches Projekt ist, scheint mir auf der Hand zu liegen, klar. Vielleicht können wir gucken erstmal, ob es Fragen gibt. Es gibt Bemerkungen da hinten. Mich würde interessieren, was sich zur Rezeptionsgeschichte des Films sagen lässt. Also wie wurde der beispielsweise in Frankreich aufgenommen? Was hat man darüber geschrieben? Weil ich aus Neugier nach italienischen Rezensionen gesucht habe. Ja.
Und da bin ich zum Beispiel auf zwei Autoren gestoßen, die immer noch für den Corriere schreiben. Und die haben den Film irgendwie als selbstgefällig bewertet, also ohne das weiter auszuführen. Aber das fand ich interessant, deswegen wäre ich neugierig, Das waren was. Männer, nehme ich an. Ja. Und an zweiter Stelle bei der Auflistung des Castings ist mir der Name von einer italienischen Schauspielerin aufgefallen. War das Alida Valli? Und in welchem Glaube Zusammenhang kam die nicht. dann vor? Ich glaube, hat jemand anderes Alida Valli gesehen in den Credits? Ich glaube nicht, dass. Oder vielleicht an die M-Credits habe ich nicht so gut geschaut. Habe Bei ich. den Endcredits wurde sie nicht mehr aufgelistet, nur ganz am Oh. Anfang. Aber ich habe das nicht im Kopf. Weißt du was zur Rezeption des Filmes? Im Detail, ich habe jetzt nicht alle Kritiken nochmal gelesen und bin dem nachgegangen. Frankreich war da natürlich ein anderes Publikum und eine andere Würdigung durch die Kritik erfahren als teilweise auch in Deutschland und in Italien. Ohne jetzt die Texte gelesen zu haben, es wäre interessant, dem nachzugehen. Kann man sagen, dass für eine bestimmte Generation von männlichen Filmkritikern diese Art des Kinos nicht so einfach zu nehmen ist. Ich formuliere es mal so. Diese Art des Kinos. Ja, und diese, also wie hier die Themen gesetzt werden, wie die Formen entwickelt werden, dieses, ja, sich in gewisser Weise dem als moderne oder Avantgarde-Künstlerin dem eben allem geschichtsphilosophischen Pathos zum Beispiel so zu entziehen, das ist eine Geste, die es geht hier nicht um das, was anderswo die Revolution heißt. In dem emphatischen Sinne, in dem das eine bestimmte Generation vor allem von männlichen Filmemachern desselben Alters propagiert hat. Aber einer der Gründe, weshalb es mir sinnvoll und wichtig scheint, sich mit Varda genauer auseinanderzusetzen, liegt genau darin, zu schauen, welches Potenzial in solchen formalen und künstlerischen Strategien drinsteckt, die eben anders operieren. Hat sich die Wahrnehmung denn irgendwann gewandelt, würdest du sagen? Also kann man das irgendwie festmachen? Also ich meine, innerhalb von Frankreich ist dieser Film zu dem Zeitpunkt in den 80er Jahren eigentlich ein Mainstream-Objekt. Das ist High Concept, nicht? Also Varda macht einen Film über Jane Birkin und das sind in der Kulturlandschaft des Mitterrand-Frankreichs sind das zwei große Namen. Und die Offenheit der Form ist da fürs Publikum nicht zwingend ein Problem. Ja, also marginal ist das nicht, was wir hier gesehen haben. Gibt es noch Bemerkungen, Fragen? Vielleicht stelle ich kurz was und bitte, wenn Sie was zu sagen haben. Die Kamera, diese Lateral-Bewegungen, diese so Pans oder ich meine, ich denke vielleicht, weil wir das hier sehen in dem Kino, ich denke zurück an Andy Warhol und der ist sehr bekannt dafür, dass irgendwie seine Kamera dann immer die Handlung vorbeigegangen ist, könnte man sagen, und hat einfach die Räume, die Architektur so gezeichnet. Hier scheint es mir eine andere Logik zu sein, aber du hast dann irgendwie das so eingebracht, weil wir sehen das oft, dass die Kamera irgendwie so ein Pan. Und manchmal ist es, dass es die Stadt zeigt, so wie du das betont, aber manchmal scheint es, das ist es so eine Hilfsmechanismen für Varda, dass sie weiß, ah, okay, jetzt kann ich dann irgendwie diese Sequenz besser schneiden mit etwas anderes, dass irgendwie sie
schwenkt langsam links von Birkin. Man sieht diese sehr schöne Textur. Aber ich weiß nicht, ob das Teil der Poetik des Spiels ist, Teil des Suchen oder ich weiß nicht, ob du mehr Überlegungen hast zu diese Kamera. Aber das fand ich sehr beeindruckend hier. Es ist nicht so viele vorwärts zu so Porträt, so Robert Altman Zoom irgendwie nach ran. Es ist wirklich so eine Art Horizontalität. Ja, ja. Also ich würde zunächst mal feststellen, dass es nicht ein Prinzip dieser Kamerabewegung gibt, sondern dass eigentlich jede einzelne dieser Kamerabewegungen einer eigenen Logik folgt und jeweils auch so zu lesen ist. Nicht? Also die eine Kamerabewegung, die ich auch gezeigt habe als Clip, und die ich eine Caress, eine Liebkosung genannt habe, hat eigentlich genau diese Funktion. Nicht? Also es geht um die, es ist eine taktile Erfahrung, um die es da geht, und eine Auflösung des Körpers in eine Linie. Zugleich eine extreme Konkretisierung der körperlichen Präsenz und eine Abstraktion des Körpers. Das ist die doppelte Bewegung, diese Kamerabewegung für mich auslöst. Und dann die großen Kamerafahrten hin und her draußen auf dem Land bei diesem Kanal mit den Pappelreihen haben nochmal eine ganz andere Funktion. Bei einer geht es zum Beispiel geht's um die Illustration dieses Stichworts du Coquelin, also vom Hahn zum Esel und zurück. Und da hat's, ist es fast so was wie eine allegorische Illustration, nicht? Also die deswegen habe ich den Vergleich zu Kino und Perec und den Ulipo Schriftstellern gezogen, weil es da eben genau darum geht, so etwas wie eine eindeutige Festlegung von formalen Verfahren und ihre Aufladung mit Bedeutung immer schon zu unterwandern und die Operation als solche gewissermaßen immer in die Freiheit der Erfindung zu stellen. Und bei Warhol, diese Bewegungen von den Figuren weg oder an den Figuren vorbei, das hat ja immer auch etwas, und ich meine das jetzt nicht kritisch oder abschätzend, etwas Gewalttätiges, nicht? Also es geht darum, die Beziehung zwischen Kamera und Figur irgendwie aufzulösen oder die Kamera eben gegenüber dem Narzissmus der Performer zu autonomisieren und damit diesen zum Thema und zum Problem zu machen. Das sind also Themen oder Spannungen, die hier vorkommen können, aber ja, es ist ein ganz buchstäblich von Einstellung zu Einstellung. Nicht? Ja, also ja, nee, das stimmt. Eine sehr schöne Illustration dafür, dass die Einstellung an sich keine Bedeutung hat. Ja. Ich habe auch noch eine Frage zum Titel der Reihe. Ihr habt das jetzt Selbstporträts von anderen genannt und das klingt ja schon sehr schizophren. Jetzt sieht man den Film und sieht, dass das auf eine ganz andere Art und Weise, ja, vielleicht dann nicht schizophren ist, aber so irgendeine Zwischenstufe. Was sagt uns das über Agnes Varda selbst und was macht das mit den Filmen generell, wenn man so vorgeht? Also, eine Überlegung dabei, diesen Film parallel zu lesen mit Cleo, war schon der, dass bestimmte Motive, Konstellationen, Anliegen bei Cleo schon vorkommen und ausformuliert sind, aber in einem in gewisser Weise noch klassischeren Modus. Also die Form ist noch stärker geschlossen und obwohl wir ein Erzählverfahren haben, das teilweise fürs Publikum auch ja vielleicht etwas anstrengend sein kann bei Cleo, weil da werden ja immer, also der Film ist in Kapitel aufgeteilt und das sind Minutenkapitel und das entspricht, also Erzählzeit und erzählte Zeit sind identisch und das ist eine Erzählform, die sich sehr, sehr stark ausstellt und trotzdem haben wir es aber mit im gewissen Sinne auch mit einem klassischen, geschlossenen, fiktionalen Kosmos zu tun. Und zugleich gibt es immer diese Position der Kamera und der Regisseurin, die
die das porträtiert. Und die Engführung der beiden Filme hat mich deswegen interessiert, weil bei JMB der Bildrahmen und der Kameraraum gewissermaßen geöffnet wird und die Einschreibung der Beobachterin, der Regisseurin explizit geschieht. Also der Film sieht eigentlich nur das Dispositiv von Cleo auseinander und macht das zum Thema. Ob das ein schizophrenes Verfahren ist, das wäre eine klassische Pathologie. Aber die Frage ist ja, wie verhält sich die Regisseurin zu einer Protagonistin ohnehin? Lässt man die Figur einfach als abstrakten Avatar auf der Leinwand und geschlossenen Avatar auf der Leinwand bestehen, im klassischen Sinne des Illusionskinos, oder macht man die Beziehungen der Zuschauerin, der Regisseurin, der Kamera zu der Figur selbst, zum Thema und zum Stoff des Films. Und diese Regel, die Spielregel, Regarde il le faut, die arbeitet ja was gegen etwas an, gegen die Neigung der Schauspielerin, nicht in die Kamera zu schauen, gegen die Neigung der Schauspielerin, privat zu bleiben und gegen die ganze Apparatur des konventionellen Erzählkinos, die den Blick in die Kamera ausschließt und eine Illusion einer geschlossenen Welt herstellen will und einer Figur, die eigentlich autonom von unserem Blick existiert. Und worum es mir bei Varda auch zu gehen scheint, bei Jane B., ist genau dieses offen zu legen und nicht nur im Sinne eben einer Dekonstruktion oder einer Medienreflexion, sondern weil es einen Reichtum in dieser Beziehung gibt, der von einem konventionelleren Film nicht ausgeschöpft wird, offen zu legen, dass die Beziehung zur Kamera, zur Figur immer eine intensiv strukturierte Beziehung ist und die Beziehung der Regisseurin zur Figur und dass das eigentliche Drama sich nicht unabhängig von diesem Blick entwickelt, sondern genau in diesem Blick liegt. Und das führt schon dazu, dass der Betrachter oder die Betrachterin sich eben nicht einfach abziehen kann von der Porträtierten und gewissermaßen verwickelt ist in den Akt des Porträtierens. Und diese Verstrickung in den Akt des Porträtierens ist das, was mir scheint, das Thema von Jane B., das Thema von JMB darstellt und ein Thema auch darstellt, das werden wir sehen, das in den Filmen sonst immer wieder vorkommt. Die Schizophrenie liegt eher drin, so zu tun, als würden die ein Leben führen ohne uns. Das ist eine Abspaltung. Ja, dann würde ich doch mal sagen, das ist eigentlich ein ganz gutes Wort, um überzuleiten auf all die Filme, die noch kommen mögen. Und vor allen Dingen in der nächsten Woche, Kelly Conway wird Les Plages d'Agnès, die Strände von Agnès, einen der populärsten Filme von ihr präsentieren. Einen herzlichen Applaus für den heutigen Abend. Ja. Vincent Zediger, Marc Siegel, Dankeschön. Ihnen guten Nachhauseweg.